Kommen wir zu einem anderen Thema. Versuchen wir ein bisschen vielleicht auch eine Art Ferndiagnose, wenn ich Sie schon hier im Studio habe. Wir haben diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Wir haben, erleben jeden Tag auch die Aussagen, die da von beiden Seiten getätigt werden. Jetzt gibt es da einen Anführer sozusagen, einen Präsidenten, Wladimir Putin, der da in Moskau sitzt, der über viele, viele Jahre vielleicht auch kritisch gesehen worden ist, zu wenig kritisch gesehen worden ist, aber der doch mehr oder weniger zumindest den Anschein gemacht hat, er war berechenbar. Und jetzt kommt dieser Krieg in der Ukraine. Und auch wenn man gesehen hat, diese Ansprache, die er gehalten hat am Vorabend dieser Invasion, wenn man seine Rhetorik, seine Mimik, sein ganzes Vorgehen jetzt so beobachtet und jetzt erlebt, dass nach einem Monat Krieg in der Ukraine, alle Experten sagen es, dass nicht ganz und gar nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, er hat einen massiven Gegenwind, hat nicht das erreicht, was er erreichen wollte. Fangen wir mit dem Anfang an. Was bewegt einen Menschen oder was glauben Sie, was bewegt einen Menschen wie Wladimir Putin, der lange Jahre in der Politik ist, der auch vieles gemacht hat, vieles auch in Russland erreicht hat? Auf die Art und Weise müssen wir jetzt nicht näher eingehen, aber trotzdem, trotz allem anerkannt war, sich in so ein Abseits zu schießen. Ja, da muss ich mich vielleicht zunächst entschuldigen oder zumindest rechtfertigen. Man wirft uns Psychiatern immer vor, ihr trifft Ferndiagnosen. Aber ich mache keine Ferndiagnose, aber vielleicht eine Fernanalyse. Und ich glaube, das ist schon durchaus erlaubt, weil ich habe mich doch viele Jahre lang mit der Persönlichkeit von Despoten, von Diktatoren auseinandergesetzt und natürlich auch die Psyche des Menschen sehr studiert, sodass ich zumindest einen gewissen Vergleich aus seinem Verhalten aus der Ferne anstellen kann. Wie gesagt, ich treffe aber keine Diagnosen. Aber ich denke, alle, die ihn auch besser kennen und die ihn beobachtet haben, die stellen alle fest, dass wirklich Besonderes ist, wir haben uns getäuscht. Also das heißt, er muss ein anderer geworden sein. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat man ihn vorher falsch eingesetzt oder eingeschätzt oder er ist tatsächlich ein anderer geworden. Und ich glaube, letzteres ist der Fall. Denn die großen Alleinherrscher, Despoten, Diktatoren, wie auch immer man ihn jetzt nennen mag, die haben ja alle eines gemeint, die sind nicht geisteskrank, also die sind nicht verrückt, wie das jetzt in den Medien oft geschrieben wird, also er ist völlig durchgedreht oder ähnliches, sondern er hat sich allmählich entwickelt, also er war ursprünglich schon natürlich ein KGB-geschulter Mann, das hat er also ganz gut kompensieren können, er war aber immer berechenbar, er war auch emotional immer zugewandt, also er war noch nicht so abgebrüht, so abgeschottet, wie er es jetzt ist. Naja, und was passiert dann? Dann werden diese Menschen natürlich um sich nur noch so solche dulden, die Ja-Sager sind, ihnen also zustimmen. Jede andere Meinung empfinden sie als Majestätsbeleidigung und sie werden dann hochgradig misstrauisch, beginnen diese Menschen zu entfernen aus ihrer Umgebung, was eben den Effekt hat, dass niemand mehr hier ist, der sie erdet, der eine andere Meinung vertritt. Und in ihnen selbst steigt dann das Gefühl, aha, ich habe immer recht, es hat ja niemand anderer eine andere Ansicht, dass er selbst vorher Vorschub geleistet hat, das verdrängt er vollkommen. Und gefährlich wird die ganze Geschichte dann, wenn dieser Prozess lange Zeit geht, und das sieht man ja, wie er sich dann selbst inszeniert hat, auch wie er sich körperlich präsentiert hat, dass er hier schon, denke ich mir, eine narzisstische Entwicklung genommen hat und dadurch abgehoben von der Realität, einerseits von seinen Möglichkeiten, aber offensichtlich auch von seinen taktischen Fähigkeiten und von seinen Überlegungen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man immer beachten muss in solchen Situationen. Emotionen wie ein übersteigerter Narzissmus können auch unser Urteilsvermögen beeinflussen, also zu kognitiven Verzerrungen führen. Und das, glaube ich, das ist ihm wirklich passiert. Und darum hat er diese Situation in seiner Selbstherrlichkeit und in seiner kognitiven Verzerrtheit nicht mehr richtig eingeschätzt. Wie schätzen Sie auch diese Bilder ein, was man immer sieht, wo viele sagen, man sieht das schon optisch, also wenn er an diesen Tischen sitzt, diese riesigen Tische, dieser große Abstand auch zu seinen Beratern, wenn man das gesehen hat, wenn er mit dem Verteidigungsminister oder mit den Sicherheitsbeamten sich getroffen hat, dass das ja schon fast eine spürbare Distanz, sichtbare auf alle Fälle, aber auch eine spürbare Distanz ist. Ist das so, dass sich diese Personen dann wirklich nicht nur auf ihren inneren Kreis zurückziehen, sondern sich auch einsam fühlen, in Anführungszeichen, und wirklich nur noch auf sich selbst verlassen? Genau so ist es. Er hat es ja wirklich inszeniert in vielerlei Hinsicht, seine narzisstische Abgehobenheit. Und die wird, den Narzissen, ich will sie ihm jetzt nicht gönnen, aber die wird ihnen in der Regel dann natürlich zum Verhängnis. Warum? Weil am Schluss des Narzissmythos steht letztlich immer der Absturz, weil man seine Möglichkeiten
überschätzt, die Gefahren unterschätzen. Das kommt ja noch etwas anderes hinzu. Diese Menschen werden zunehmend misstrauisch. Sie erleben dann überall Feinde, wo vielleicht auch gar keine sind. Sie entfernen dann sehr viele Berater. Das hat er offensichtlich auch getan. Man spricht von 1400 oder 1500, die nicht mehr hier sind. Und dadurch ist er in einer tatsächlich abgehobenen Situation. Und ich glaube, das große Problem ist, wie er hier zurückkehren kann. Ob er nicht die Angst, also sein Gesicht zu verlieren, also diese narzisstische Kränkung, würde man psychiatrisch sagen, ob er die überwindet. Ich meine, dass hier vielleicht ausgerechnet Recep Erdogan, der mir, glaube ich, das Ganze mit dem Narzissmus nicht so fremd ist, aber dass der eigentlich den richtigen Weg aufgezeigt hat. Er hat nämlich gesagt, wir müssen Putin ermöglichen, dass er sich ehrenvoll zurückzieht. Nun, das widerstrebt uns natürlich allen, jemanden, der verantwortlich ist für so viel Leid, sozusagen einen ehrenvollen Rückzug anzubieten. Das ist ein Rückzug, denke ich mir, müsste sein, voller Schande. Aber das wäre wahrscheinlich der einzige Weg, wie man diesen Mann aus seiner narzisstischen Verstiegenheit herunterholen kann. Wie gefährlich kann das noch werden, Ihrer Meinung nach? Also das heißt, wie weit gehen solche Persönlichkeiten unter Umständen? Ich meine, in der Geschichte haben wir mit Despoten gesehen, die gehen bis zum bitteren Ende. Und wenn man jetzt jemanden weiß, wie Wladimir Putin, der immerhin die zweitgrößte Atommacht der Welt hinter sich vereinen kann, kann das ein Problem werden? Also kann der an einen Punkt kommen oder ist es wahrscheinlich, dass er an einen Punkt kommt, wo er eben diesen ehrenvollen Rückzug oder diesen ehrenvollen Ausstieg für sich auch gar nicht mehr erkennt und weiß, es ist sowieso vorbei? Also ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass er das darauf ankommen lässt, weil er hat hier doch eine Grenze überschritten, die niemand für möglich gehalten hätte. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn man diese zerfetzten Menschenleiber sieht, wenn man die Kinder sieht, die ihre Väter verloren haben, wenn man die vielen Flüchtlinge sieht. Und es muss jemand sagen, das alles ist ausschließlich auf mich zurückzuführen und von mir zu verantworten, wie viel er hier eigentlich letztlich an Gemüt und an Empathie abgetötet haben muss, um das zu ertragen. Und um hier zurückzukehren, das ist sicher sehr schwierig, aber wenn ich einen Rat geben könnte, ich weiß schon, dass ich das natürlich auch nicht kann und dass meine Ratschläge auch wahrscheinlich nur als Schläge empfunden würden, aber dann würde ich der westlichen Diplomatie doch diesen Erdogan-Weg mehr empfehlen neben den Sanktionen, weil da hat er sicher einen langen Atem und dann gibt es einen sehr, sehr langen Krieg. Das ukrainische Volk hat auch eine sehr enorme Widerstandskraft und ich glaube, man müsste so einen Weg finden, damit er irgendwie doch also das Gefühl hat, ich habe mein Gesicht nicht verloren, ich habe meinen historischen Auftrag erfüllt. Das ist ja, denke ich, mir etwas, was bei ihm vorherrscht. Und wenn das gelingen würde, dann würde ich eine Chance sehen, anders nicht. Ich habe mir